Morgen. Wir sind immer noch in Borneo. Und zwar hier in Sandakan. So sieht's hier aus. Bisschen abgerummelte Gegend. Aber dafür haben wir ein schönes Hotelzimmer gehabt. Für? 2 Tage. 25 Euro. Ja, nee, 26. 26 Euro, ohne naja, ganz schön teuer. Dafür ist es mal endlich wieder eine Unterkunft, die man auch mal zeigen kann, ohne dass man denkt, oh, da bleibe ich jetzt gleich kleben irgendwo. Wir haben alles gehabt, was wir brauchten, haben ein bisschen hier schön arbeiten können, schön weiches Bett gehabt und endlich mal wieder normales Bad. Ein sehr schönes Bad. Im Hostel davor mussten wir das Bad ja teilen, jetzt war das hier mal echt eine gute Erholung wieder. Heute geht es aber weiter, zurück nach Kota Kinabalu. Kota Kinabalu, gut gesagt. Und danach geht es weiter nach Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Aber wir bleiben da nicht, sondern wir fahren direkt weiter nach Malakka. Malakka? Malakka. Und dann schauen wir uns das auch nochmal an, weil das haben wir nämlich beim letzten Mal nicht gesehen. Und dann geht es aber zurück nach Kuala. Kulululu. Kuala Lumpur. Nach Kuala Lumpur. Und da bleiben wir dann ein bisschen und ja. Ja, und dann geht's wieder weiter und das werdet ihr später erfahren. Wohin? Ich bin ja kein Freund von diesem, das werdet ihr später erfahren, aber wir wissen selber noch nicht, wo es hingeht. Genau. Das ist das Problem. Wir wissen, wir wollen raus aus Malaysia, wir wissen auch, wir wollen wo in irgendeine bestimmte Richtung. Aber das Problem ist, wir haben noch nichts geplant. Erstmal, bald habe ich Geburtstag und unser 7-jährige Zusammenleben. Leben. Unser 7-jähriges Jubiläum. Yeah. Falls ihr das seht, ist wahrscheinlich schon Weihnachten. Wir sind so eine faulen Säue. Wir haben nichts geschnitten, weil wir uns immer nur hier alles angeguckt haben. Was willst du machen, ne? Alles kannst du nicht schaffen. Ist ja kein Fulltime-Job. Wir sind ja auch hier, um zu reisen. So, also, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Flughafen und melden uns dann von da. Macht's gut. Wir sitzen im Flieger. Gleich geht's los. Dann melden wir uns aus Kota. Aufstehen. Die Maschine läuft zwar noch, egal. Das ist doch nicht so krass. Oh, jetzt stehen die da. Wir bleiben sitzen. Jetzt stehen die da 10 Minuten oder noch länger, bis die Karre aufgeht. Es regnet übrigens. 40 Minuten später sind wir am nächsten Ort angekommen, unser neues Schmuckkästchen für diese Nacht. Es regnet, guck mal. Ja, wir sind gerade mit Grab hergefahren, Gott sei Dank, mussten wir nicht laufen. Hier ist unser Zimmer. Also ich schlafe oben. Hier. Achso, das Zimmer ist da drüben. Ja, Moment, ich gehe nochmal da gucken. Also schon ein Unterschied von gestern oder von heute. Dann kommt hier rein. Also ich mag den Kronleuchter. Wow. Also, das sieht krass aus. Und so. Da ist das Bad. Das ist doch cool. Das ist doch alles wunderbar. So, Mitte eingebaut. Was man natürlich nicht sieht, riecht man. Also es riecht. Sollen wir machen? Und die Tapeten sind knaller. Ja, hier fällt die Tapete halt ein bisschen ab. Mein Gott, da fällt halt die Tapete ab. Meine Fresse. Sonst doch alles Dufte. Also Dufte vor allem. Also vor einer Nacht ist doch... Wie ich immer sage, eine Nacht ist es okay. Vor einer Nacht ist wunderbar. Wir haben kein Frühstück mit drin, aber wir bezahlen ganz geschmeidige 25 Euro. Nee, 20 glaube ich oder... Keine Ahnung. Wie ist also... der Film noch? Geschenkt ist noch zu teuer. Gut. Wir müssen was essen. Ich habe gehört, hier nebenan gibt es einen Inder. Den testen wir gleich mal aus, weil weit kommen wir ja nicht mit dem Wetter. Und diese Schlüssel, ne? In dem Fall,
das nicht funktioniert. Sie sagte, wenn die normale Keycard nicht funktioniert, dann musst du das Ding hier mit Guck dir rumschleppen. Guck dir diesen Anhänger an. Das ist ja alles, also dieser Schlüssel ist ja... Fehlt eigentlich nur noch so eine große Kette und so ein Ball unten dran. Ja. So, wir gehen essen, oder? Ja. Vergammelte Duschko. So was haben wir noch nie gesehen. Sieht lustig aus. So, wir sind jetzt beim Essen gelandet. In so einem schönen Laden hier. Wo es nur freundliche, glückliche Gesichter gibt. Ich werde auf mein Essen warten. Ja, wir haben jetzt was Leckeres bestellt. Gucken gleich mal, was es wird. Aber die Speisekarte ist halt für uns immer wieder ein Rätsel. Müssen wir uns halt dran gewöhnen. Ich bestelle immer Roti Canai und Ayam. Irgendwas kommt dann immer. Passt schon. Jetzt ist übrigens Bettzeit. Es ist Ramadan und nur Chinesen und Europäer essen hier. Sekunden später ist auch schon das Essen auf dem Tisch. Lecker. Mir ist aber richtig schön satt. Wie sieht es mit dir aus? Schön scharf. Bist du auch satt geworden? Ich würde sagen, ein Stück Brot. Schaffen. Oder wie der heißt. Also hast du noch Hunger? Ja. Also müssen wir noch was zu essen gehen? Ja. Das ist KFC. Wir sind hier natürlich auf der Suche, wieder mal nach was Neuem zu essen. Weil alles, was es da gab, mit Chilis versetzt war und so scharf war, das ist etwas nicht... oh, guck mal, Hase. Ja. Ja, jetzt versucht sie sich hier auf dem Markt irgendwas zu organisieren. Das sieht ja auch nicht besser. Was gibt's denn Schönes? Nur was Süßes, ja. Wir ernähren uns von Zucker. Eigentlich hätte ich Hunger, aber naja, schon wieder. And then you just push it out? No. Let me help you. Let me help you, yeah. Yes. Help me. Yes. Was soll das sein? It's a food. Food. What kind of food is it? Was haben meine Mutter probiert? Yeah, I don't know. Yes, like that. Schmeckt wie alter Kaugummi. Put more, yes. Mm. Good. Also dein Mund sieht wieder aus. Dein Mund sieht wieder aus. Die Locals hier freuen sich alle. Den ganzen Markt aufgemischt. Aber schmeckt ganz gut. Sag was? Was schmeckt das? Die Kartoffel? Keine Ahnung, kann man nicht beschreiben. Naja, schmeckt's, ne? Schmeckt ein bisschen langweilig. Deswegen muss die Sojasauce da. Oh, das ist das. Ganze Sauerei, sage ich nur. German also say Bikayu. Wait. Same, huh? Sama, no difference. Yes, sama yung.
Jetzt haben wir es. So, wir haben es jetzt rausgefunden. Das heißt Maniok. Maniokbrot. Und es schmeckt wie fester Sticky Rice. You know? Ja, now I know. Ja. Yeah.